Jetzt ist ernst geworden, jetzt ist passiert. Unfall auf der Ludwigstraße in München. Das ist für Sie jetzt kein ungewöhnlicher Anblick, für uns ja schon so ein schönes Auto, so demoliert. Wie ist der Unfall passiert? Ich darf Sie zu Beginn zur Rettungsübung hinführen. Meine Damen, meine Herren, bitte stellen Sie sich vor, ein PKW, in diesem Fall der Opel, der hier auf der linken Seite der Bühne steht, kommt mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Brienner Straße hier in die Ludwigstraße und biegt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hier ein, sodass er ins Schleudern kommt und kommt in die Gegenfahrbahn, wo er in diesen BMW einfährt, wie man höflich formuliert sagen kann, wo er den Zahn fährt, die Airbags lösen aus und wir werden nachher noch eine kleine Animation sehen, damit man das noch besser verdeutlichen kann. Wir haben das Thema überhöhte Geschwindigkeit als Hauptunfallursache im Bereich der tödlichen Verkehrsunfälle und deswegen ist es unser besonderes Anliegen, dass wir das hiermit in die Übung einbauen. Ich freue mich auch sehr, dass heute so viele Institutionen und Organisationen mit dabei sind. Auch das ist nämlich der Alltag im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit. Eine Organisation alleine kann da ganz wenig ausrichten. Ganz egal, ob das die Feuerwehr ist, ob das die freie Wirtschaft ist. Wir müssen hier zusammenarbeiten, um das Thema Unfallsicherheit immer weiter voranzubringen. Michael Küster, Michael, wie geht's dir? Ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Mein Rücken tut mir wahnsinnig weh, der Airbag ist aufgegangen und ich habe auch schon mit dem BMW Callcenter telefoniert. Also normalerweise ist der Verunfall an der Stelle, schätze ich mal, mehr unter Schock, aber heute ist ja eine Übung. Jetzt gab es also schon ein Gespräch mit BMW. Herr Martinez, da ist jetzt, wie stelle ich mir das vor? Hat der Fahrer jetzt das Callcenter angerufen? Eher ja nicht, denn der Unfall hat jetzt nicht das Erste, was ich mache. Oder? Das ist richtig. Also unser Auto hat einen automatischen Notruf und das heißt, sobald ein Airbag auslöst, wird sofort ein Notruf abgesetzt. Das heißt, auch hier werden dann sofort wird das BMW Callcenter informiert und es wird auch vor allem gleich die Unfallstelle und die Ortskoordinaten werden übermittelt, sodass eben das alles automatisch passiert. Was Sie jetzt sehen, ist die optimale Bildung einer Rettungsgasse. Leider immer noch ein großes Thema. Aber jetzt ist es da. Vermutlich, Herr Neueder. Man sieht es auf dem Banner auch. Sie kennen auch dieses Schild von der Autobahn. Genau. Also es ist wirklich ein Bild. Und meine Brille muss jetzt auch runter tun. In dem Fall kann ich es. Aber jetzt schaut es aus, als würde es mal rauskommen. Was bereiten die Feuerwehrmänner vor die machen dann mit der Kreide Punkte aufs Auto. Heißt es schon, die ganze Auto aufschneiden? Das ja, wir müssen ja die Publikum bitte richten. Wenn Sie Zeuge eines Verkehrsunfalls werden, wenn Sie Zeuge einer Straftat werden, bitte stellen Sie sich zur Verfügung. Sagen Sie Bescheid, dass Sie was gesehen haben. Jeder glaubt immer, der andere bleibt da und sagt was. Zeugenaussagen zum Hergang, gerade in so einer Situation, ein fahrendes Abtauchen. Unfallstelle verlassen, der andere ist schwer verletzt. Wir müssen sehr schnell wissen, wie es passiert ist. Erheblich, was man als Laie so banal als Reifenspur abtut, gestaltet sich für die Spezialisten an der Dienststelle sehr viel komplexer. Also wir sprechen nicht einfach von Reifenspuren, wir sprechen von Bremsspuren, von Waldspuren, von Blockierspuren, von Schleuderspuren und die Beteiligung der jeweiligen nachvollziehen zu können, gerade wenn Verletzungen passieren, dann ist auch die Staatsanwaltschaft mit eingebunden und wir wollen da als Fachdienststelle hochprofessionell arbeiten. Und die Kollegen sind ständig bei ihm und erklären ihnen jetzt dann die lauten Geräusche. Lass mir schneiden, wir schneiden es ab. Wir schneiden es ab. Mann, wir schneiden es ab. Genau. So, warte mal kurz, haben wir eine Decke drüber über den Patienten da? Das ist schon. Vielleicht noch ein paar allgemeine Informationen zum Thema Unfallflucht ganz allgemein. Wir haben in München bedauerlicherweise jedes Jahr über 13.000 Verkehrsunfallfluchten. Bei der Dienststelle Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahmen zu bearbeiten. Da sind 30 Fahnderinnen und Fahnder am Werk
um hier eben die Täter zu ermitteln, und wir werden nachher noch ein bisschen näher drauf kommen. Sobald wir auch nur ein kleines Fitzelchen an Hinweis haben, auch nur ein Teilchenzeichen. Wir wollen ja hier heute insbesondere nicht, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern was passiert. Sind wir halt besonders vorsichtig. Das ist ganz besonders wichtig. Dann vor allem, normalerweise kommen die Vertreter der Medien auch nicht so nah. Ja, das ist heute eine gute Gelegenheit, glaube ich. Wir haben ja das Thema vorhin schon gehabt mit Gaffer und Polizeibehindern. Es geht gar nicht darum, dass auch das mit der Rettungsgasse, es geht nicht darum, dass das Bußgeld bewährt ist. Es geht einfach darum, wir haben es vorhin auf dem Plakat hier gesehen, dass die Kinder hochgehalten haben. Das rettet einfach Leben, wenn der Notarzt, wenn die Feuerwehr hinkommt zum Unfallort. Da Zeit, Herr Martinez hat es gesagt, Zeit spielt eine wesentliche Rolle. Als Zuschauer absolut erwünscht. Ausdrücklich. Aber sonst ist, glaube ich, die Botschaft für jeden angekommen. Drin ist nur einer. Passt. Wurscht. Geht. Bei 30 Kilometern Sprit eine Schneidkraft von 93 Tonnen, damit wir jedes Fahrzeug können. Der hydraulische Spreizer, der hier auf dem Bereitstellungsplatz liegt, hat eine Kraft von ca. 20 Tonnen. Im hinteren Bereich ist der Brandverzichtung gestellt, während der Rettungsmaßnahmen zum fünften Flieger zum Einbauen kommt. Das wird er sofort abfangen oder ablöschen können. Also es schaut nur für uns so aus, für das Bewusstsein auf jeden Fall. Was ist, wenn er nicht bei Bewusstsein ist, nicht schnell gewusst? Wenn er nicht bei Bewusstsein ist, sieht die Rettung ganz anders aus. Da würde er über die Beifahrertüre nach außen gezogen werden, ohne Rücksicht auf Verletzungen der Wirbelsäule. Hier geht es wirklich um Leben. Und es muss möglichst schnell die Versorgung dann außerhalb des Fahrzeugs.